Wie sieht eine nachhaltige Zukunft aus? Welche Perspektiven und Chancen bestehen und welchen Mehrwert können diese bieten? Diesen Fragen stellten sich rund 25 Teilnehmer Anfang Dezember beim Zukunftsworkshop H2 Chancendialog. Und das Projekt H2 Chancendialog legt den Fokus darauf, gesellschaftliche Perspektiven mit in die Entwicklung von Innovationen oder Wasserstofftechnologien, also grüner Wasserstofftechnologien, mit einzubeziehen. Und heute hier findet der erste Workshop statt im Rahmen des Projekts, in dem wir tatsächlich gesellschaftliche Akteure, also Bürgerinnen und Bürger der Region, der Stadt Grimma, zusammenbringen mit Akteuren aus der Wissenschaft, Akteuren aus der Wirtschaft und Akteuren aus der Politik, um gemeinsam über Szenarien, Anwendungsfelder für grünen Wasserstoff hier in der Region zu diskutieren. Die Szenarien wurden mittels verschiedener Methoden herausgearbeitet. Diskussionsrunden dienten dazu, Potenzialfelder unter Anbetracht der Chancen und Risiken zusammenzutragen. Mit Spielsteinen konnten die Teilnehmer ihren Fokus auf gewisse Themen und Anwendungsfelder setzen. Aus den Ergebnissen der verschiedenen Arbeitsphasen wurden realisierbare Perspektiven für Energie- und Mobilitätslösungen aus dem Bereich der Wasserstoffinnovation abgeleitet. An innovativen Mobilitätslösungen wird schon länger in unserer Region gearbeitet, zum Beispiel auch durch das Modellprojekt Muldental in Fahrt. Während es hier zuerst um die Erschließung der ländlichen Region ging, rücken künftig andere Themen in den Vordergrund. Ja, als ÖPNV-Unternehmen steht natürlich das Thema alternative Antriebe für uns hier im Mittelpunkt. Da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Es werden sich die Weichen stellen, welche alternativen Antriebe uns in die Zukunft bringen werden. Wird es die Brennstoffzelle sein, also auf der Basis von Wasserstoff? Oder werden es batterieelektrische Antriebe sein, die dann den ÖPNV bestimmen werden? Dieses und viele weitere Projekte und Kompetenzen laufen in Grimma als Wasserstoffstandort zusammen. Aus diesem Grund fokussiert sich der Zukunftsworkshop auf die Region, in dieser Art einmalig. Ja, das ist eher ein offenes Format. Wir haben also verschiedene Akteure aus den verschiedensten Bereichen. Es sind Vertreter von Unternehmen, von öffentlichen Institutionen dabei, Vertreter der Wissenschaft, aber auch ganz normale Bürger. Und wir sprechen also in einem offenen Format darüber, welche Themen im Zusammenhang mit der Anwendung von Wasserstofftechnologien überhaupt auf dem Tisch liegen und wichtig sind und welche Chancen und Risiken die einzelnen Teilnehmer sehen und welche Entwicklungsschwerpunkte weiter verfolgt werden sollten. Und natürlich ist so eine Veranstaltung auch immer ein Stück Kennenlernen und Vernetzen der Akteure, denn es ist klar, dass so ein weitreichendes Thema wie die Anwendung der Wasserstofftechnologien nur gemeinsam und in einem Netzwerk geschehen kann am Ende. Die mitteldeutsche Region soll sich zur Modellregion für grünen Wasserstoff entwickeln. Weiterer Input dazu wurde hier im H2-Chancendialog gegeben. Die Ergebnisse des Tages werden im Nachgang vom Fraunhofer-Institut ausgewertet, die als Anhaltspunkte für die weitere Arbeit im Hinblick auf die Entwicklungen im Bereich der Wasserstoffinnovation genutzt werden können.